Die Körpersprache eines Hundes zu verstehen ist wichtig, um eine starke und vertrauensvolle Beziehung zu deinem pelzigen Freund aufzubauen. Das Tolle an Hunden ist, dass sie ihre Gefühle nicht vortäuschen und versuchen, dir mitzuteilen, wie sie sich fühlen. Es ist wichtig, dass du dich als Hundehalterin oder Hundehalter ihre Kommunikationsspuren lernst und auf alle Signale achtest, um den emotionalen Zustand deines Hundes und sein allgemeines Wohlbefinden zu bestimmen. In diesem Video erfährst du, wie du die Körpersprache deines Hundes deuten kannst, damit du deinen vierbeinigen Freund besser verstehst und ein guter Fürsprecher und verantwortungsvoller Hundebesitzer wirst. Wackelnder Schwanz. Der Schwanz eines Hundes verwirrt uns Menschen wahrscheinlich am meisten, denn wir scheinen von Geburt an zu glauben, dass ein Hund mit wedelndem Schwanz ein glücklicher Hund ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Ein wedelnder Schwanz bedeutet nur, dass der Hund emotional erregt ist. Das kann Aufregung sein, aber auch Frustration oder negative Gefühle. Um die Gefühle und Absichten deines Hundes zu deuten, achte auf die Geschwindigkeit und die Position des Schwanzes im Verhältnis zum Boden. Erregte Hunde halten ihren Schwanz höher als in einer neutralen Position und wedeln sie schnell hin und her. Oft wackeln sie gleichzeitig mit den Hüften. Ein unsicherer und nervöser Hund wedelt ebenfalls mit dem Schwanz, aber der Schwanz ist etwas niedriger als in der neutralen Position und wird langsamer und gleichmäßiger gewedelt. Achte immer darauf, ob der ganze Körper deines Hundes locker oder angespannt ist, um festzustellen, ob dein Hund aus Freude oder Nervosität mit dem Schwanz wedelt. Eingeklemmter Schwanz. Ein eingeklemmter Schwanz ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Hund Angst hat, Schmerzen hat oder sich unwohl fühlt. Hunde klemmen sich oft ihren Schwanz zwischen die Beine, wenn sie vor etwas oder jemandem Angst haben. Wenn dein Haustier hingegen häufig den Schwanz einklemmt und es keinen offensichtlichen Grund zur Sorge gibt, solltest du ihn zum Tierarzt bringen. Eine Pfote auf dich legen. Wenn dein Hund seine Pfote auf dich legt, ist das deine Art zu sagen, ich liebe dich. Wir streicheln unsere Welpen, um unsere Liebe und Zuneigung zu zeigen. Wenn sie ihre Pfote auf dich legen, während du sie streichelst, bauen sie den Kontakt weiter aus und erwidern die Zuneigung. Vermeiden von Blickkontakt. Hunde, die ängstlich oder verängstigt sind, schauen oft weg, als ob sie etwas vermeiden würden. Das siehst du oft, wenn du mit deinem Hund schimpfst oder wenn dein Hund auf einen dominanten oder aggressiveren Hund trifft. Dein Hund wendet den Kopf ab und vermeidet es, dich oder das, was ihn beunruhigt, anzusehen. Die Augen zusammenkneifen. Hunde blinzeln mit den Augen, um friedliche Absichten zu signalisieren. Wenn dein Hund die Augen zusammenkneift, wenn er dich ansieht, drückt er damit seine Liebe und seinen Wunsch nach deiner Aufmerksamkeit aus. Hunde mit zusammengekniffenen Augen zeigen auch an, dass sie kein Interesse an grobem Spiel oder auch nur einen Hauch von Aggression haben. Wenn dein Hund hingegen häufig schielt, können seine Augen schmerzen. In diesem Falle solltest du am besten zum Tierarzt. Neigen des Kopfes. Vielen Hunden hilft es, den Kopf zu neigen, damit sie besser hören. Das Drehen der Ohren oder des gesamten Kopfes kann helfen, den Ort des Geräusches zu triangulieren, damit sie es besser hören können. Manchmal neigen Hunde ihren Kopf, um ihre Ohren in die Richtung deiner Stimme zu richten, damit sie sich besser auf das konzentrieren können, was du sagst. Dich lecken. Hunde lecken dich aus vielen Gründen ab. Sie wollen dir vielleicht Zuneigung und Liebe zeigen, vielleicht auch sogar streicheln, um zu zeigen, dass sie sich um dein Wohlbefinden sorgen. Oder sie genießen einfach den Geschmack deiner Haut, weil du vielleicht noch Reste eines Leckerbissens auf deiner Haut hast. Ohren nach vorne. Wenn die Ohren aufrecht stehen oder bei Hunden mit Schlappohren nach vorne geneigt sind, achtet der Hund genau auf etwas oder jemanden. Der Hund ist neugierig und aufmerksam und reagiert auf etwas Neues in seiner Umgebung. Abgelegte Ohren am Kopf. Leicht nach hinten gezogene Ohren signalisieren, dass der Hund freundlich gesinnt ist. Das siehst du auch, wenn du deinen Hund streichelst. Wenn die Ohren jedoch eng am Kopf anliegen, kann das ein Zeichen für Ängstlichkeit sein. So reagieren Hunde oft auf ungewohnte Situationen oder Menschen, vor denen sie Angst haben. Es wird vermutet, dass diese Haltung die Ohren vor Verletzungen schützt, da sie so die Ohren vor den Zähnen in der Nähe schützen. Da manche Hunde lange Schlappohren haben, solltest du dir den Ohransatz ansehen, um wirklich zu verstehen, was dein Hund mitteilen will. Entspannte Ohren. Wenn dein Hund entspannt ist, sitzen seine Ohren in einer neutralen Position. Neutrale Haltung bedeutet, dass die Ohren nicht nach vorne gespitzt sind, nach unten hängen oder am Kopf angehängt sind. Unabhängig von der Rasse des Hundes sitzen sie einfach locker. Eine erhobene Pfote. Eine erhobene Pfote bedeutet, dass der Hund eine Pfote leicht vom Boden abhebt. Das zeigt oft an, dass der Hund sich in einer Situation nicht sicher ist oder sich vielleicht etwas unsicher fühlt.
Spielerisches Verbeugen. Ein leicht zu erkennender Aspekt der Körpersprache von Hunden ist die Spielverbeugung. Dabei legen Hunde ihre Brust auf den Boden und heben ihren Hintern in die Luft. Diese spielerische Geste ist ein klares Zeichen dafür, dass dein Hund glücklich ist und versucht, mit dir oder einem anderen Tier zu spielen. Zittern. Wenn dein Hund auf eine andere Person oder einen Hund mit Zittern reagiert, bedeutet das, dass er Angst hat. Wenn es draußen eiskalt ist, bring ihn ins Haus, damit er sich warm hält. Kleinere Hunde, wie zum Beispiel Chihuahuas, können aufgrund ihres fehlenden Körperfetts und ihres dünneren Fells eher zum Zittern neigen als größere Rassen. Ständiges Zittern hingegen könnte ein Anzeichen dafür sein, dass dein Hund Schmerzen hat oder an einer Krankheit leidet. Entblößter Bauch. In den meisten Fällen ist das Zeigen des Bauches bei Hunden ein Zeichen für Vertrauen und Akzeptanz. Wenn dein Hund dir seinen Bauch zeigt, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich in deiner Nähe sicher fühlt und keine Angst hat, dass du ihm den Kiefer in den Bauch rammst. Aber das Zeigen des Bauches kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Ein Hund kann dieses unterwürfige Verhalten nutzen, um eine Konfrontation zu vermeiden. In freier Wildbahn haben die Vorfahren unserer Hunde, die Wölfe, diese unterwürfige Haltung eingenommen, um soziale Spannungen abzubauen und zu zeigen, dass sie keine Bedrohung darstellen. Vielleicht ist dein Hund ängstlich und bittet dich, ihn in Ruhe zu lassen. Dieses beschwichtigende Verhalten siehst du oft bei Welpen. Manchmal sabbert oder spritzt dein Hund sogar kleine Mengen Urin, um einer Person oder einem Tier seine Unterwürfigkeit zu zeigen. Spannungen abbauen. Ein Hund, der sich in einer schwierigen oder ungewohnten Situation befindet, kann sich plötzlich abwenden und den Boden beschnüffeln, um höflich eine Interaktion zu vermeiden und sich zu beruhigen. Das ist die Art des Hundes, Spannungen abzubauen, denn Hunde neigen eher dazu, sich zurückzuziehen, als sich destruktiv zu verhalten. Hunde, die sich unsicher oder ängstlich fühlen, können auch wahllos anfangen, sich zu kratzen oder zu lecken. Sich zusammenkauern. Eine gebückte Haltung bei Hunden zeigt an, dass sie ängstlich sind und sich besonders verletzlich fühlen. Indem sie sich zusammenkauern, versuchen Hunde, sich klein zu machen und unsichtbar zu werden. Hunde kauern sich auch zusammen, wenn sie misshandelt, angegriffen oder gescholten werden. Walaugen. Wenn ein Hund das Weiße seiner Augen zeigt, nennt man das Walaugen. Es ist ein Zeichen dafür, dass er sich sehr ängstlich oder gestresst fühlt. Du kannst das sehen, wenn dein Hund Angst hat, dass jemand seinen Knochen oder sein Spielzeug stiehlt. Wenn ein Hund sich angespannt oder gestresst fühlt, können seine Augen runder als normal erscheinen. Harte Augen. Ein harter Blick, bei dem der Hund ohne zu blinzeln auf etwas starrt, vor allem über einen längeren Zeitraum, ist normalerweise ein Zeichen für eine Bedrohung. Es deutet auf einen negativen Gemütszustand hin und du erkennst es, wenn du es siehst. Der Körper ist steif und das Maul fest verschlossen. Der Hund bewacht vielleicht einen Knochen oder ist aggressiv. Der Hund konzentriert sich voll und ganz auf den bevorstehenden Kampf. Lächeln. Das Maul eines Hundes ahmt die Emotionen nach, die Menschen zeigen. Ein glücklicher Hund hat ein weiches, entspanntes Maul, das wie ein Grinsen aussehen kann. Wenn ein Hund angespannte Lippen oder ein enges Maul hat, zeigt das Anspannung. Gähnen. Die meisten Menschen denken, dass ein Hund, der gähnt, müde ist, aber das ist nicht immer der Fall. Bei Hunden ist Gähnen auch ein Zeichen von Stress und zeigt an, dass dein Hund nervös ist. Welpen tun das oft, wenn sie in einer neuen Umgebung sind oder von großen, dominanten Hunden umgeben sind. Wenn dein Hund nach dir gähnt, bedeutet das, dass er sehr an dir hängt. Neuere Studien haben gezeigt, dass Hunde ansteckend gähnen und dass Hunde, die eine enge Bindung zu ihren Besitzern haben, eher gähnen, wenn ihre besonderen Menschen es tun. Sie drehen dir den Rücken zu. Wenn dein Hund dir den Rücken zuwendet, zeigt er damit an, dass er freundlich ist und dir vertraut. Wenn ein Tier jemanden den Rücken zudreht, befindet es sich in einer verletzlichen Position. Dein Hund vertraut darauf, dass du ihn nicht von hinten angreifen wirst. Wenn sie mit dem Rücken zu dir stehen, sind ihre Zähne am weitesten von dir entfernt, was es ihnen schwer macht, sich zu schützen. Abschütteln. Wenn sich Hunde nach dem Baden abschütteln, ist der Grund dafür klar. Es ist das persönliche Trocknungssystem deines Hundes. Wenn sich dein Hund aber ohne Reizstoff wie Wasser abschüttelt, ist das eine Möglichkeit, Spannungen abzubauen. Wahrscheinlich war dein Hund gestresst oder hat eine unangenehme Person oder ein Tier getroffen. Diese Art des Schüttelns siehst du oft, wenn dein Hund vom Untersuchungstisch des Tierarztes springt. Zoomies. Manche Hunde werden sehr hyperaktiv, nachdem sie in einer stressigen Situation waren. Sie können anfangen, unruhig zu rennen, auch bekannt als Zoomies, um den aufgestauten Stress abzubauen. Diese Hunde sehen vielleicht so aus, als hätten sie Spaß, aber sie sind oft überfordert und versuchen, die Situation, in der sie sich unwohl fühlen, zu entschärfen oder zu vermeiden. Du siehst oft, dass dein Hund zappelt, wenn er eine Zeit lang in einer Kiste eingesperrt war oder nachdem er ein Bad genommen hat. Nasen- und Lippenlecken.
Die meisten Menschen denken, dass Hunde sich das Gesicht lecken, um Futterreste aufzuwischen, aber das ist nicht immer der Fall. Das Lecken der Lippen oder der Nase ist auch ein Zeichen von Stress bei Hunden. Dein Hund zeigt dir damit, dass er gestresst ist und sich nervös fühlt. Erhobene Nackenhaare. Die Nackenhaare eines Hundes sind die Haare entlang des Rückengrats. Wenn die Nackenhaare eines Hundes aufgerichtet sind, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Hund erregt ist, aber nicht unbedingt auf die negative Weise. Der Hund kann gestresst oder verärgert sein, aber auch aufgeregt oder sehr interessiert an einer Sache. Zähnefletschen. Wenn ein Hund seine Zähne zeigt, aber nicht bellt oder knurrt, ist das oft ein Zeichen für Revierschutz. Das siehst du oft, wenn du versuchst, einem Hund, der gerade frisst, das Futter wegzunehmen. Komme niemals in die Nähe eines fremden Hundes oder eines anderen Tieres, während es frisst, denn es könnte denken, dass du ihm das Futter stehlen willst. Winseln. Meistens winseln Hunde, wenn sie etwas von dir brauchen oder wollen, zum Beispiel etwas zu fressen oder spazieren zu gehen. Hunde winseln auch, wenn sie Aufmerksamkeit brauchen oder wenn sie gestresst oder verängstigt sind. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, abonniere gern unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video.